Asiens Monarchien trotzen der Geschichte. In einem modernen Zeitalter der Demokratie flößt eine Welt voller Tradition, Geheimnisse und Rituale Faszination, Ehrfurcht und Respekt ein, wie nie zuvor. Asiens Monarchen sind Symbole des Fortbestands, lebende Verbindungen zur Vergangenheit und oft genauso sehr geliebt wie verhasst. Asiens Monarchien verdanken ihren bemerkenswerten Fortbestand in erster Linie der Mythologie. Das gilt besonders für das Land, welches die vermeintlich älteste Monarchie der Welt ist, Japan. In der modernsten Stadt der Welt gibt es einen Mann, der abseits von Menschen und Medien lebt. Man weiß wenig über das, was hinter den geschlossenen Türen des Kaiserpalasts geschieht. Japans Kaiser war schon immer umgeben von Geheimnissen und Mythen. Die Beteiligung des Kaiserreichs im Zweiten Weltkrieg ist immer noch eine der größten Kontroversen im modernen Japan. Ich finde, er hätte gehängt werden sollen. Viele glauben, dass Kaiser Hirohito eine zentrale Rolle in der Kriegsbeteiligung Japans gespielt hat. Die Position des Kaisers ist sehr kontrovers. In den letzten 30 Jahren haben die Rechtsextremen Japans den Kaiser als das ultimative Symbol des japanischen Nationalismus dargestellt. Japan würde ohne sein Kaisersystem nicht mehr existieren. Das Kaisersystem ist seit Jahrtausenden das Herzstück der japanischen Staatsführung. Wie konnte es überleben? Und wie sieht die Zukunft der Monarchie in Japan aus? Jetzt, wo sie so kontrovers diskutiert wird. Was mich besorgt stimmt, ist, dass die kaiserliche Familie zu verwelken droht. Die Königshäuser Asiens. Japan. Japans Kaiser ist ein Rätsel. Die Japaner selbst behaupten, ihr Land sei die älteste Monarchie der Welt. Der erste Kaiser, Jimmu, soll ab 660 vor Christi regiert haben. Der Mythos, der alle Kaiser umgibt, ist auf ihm begründet. Kaiser Jimmu soll direkter Nachkomme der Sonnengöttin Amaterasu sein. Bis 1945 glaubte man, der Kaiser sei göttlicher Abstammung. Seine Entscheidungen waren unantastbar, seine Macht war absolut. Um der Rede des ehemaligen Kaisers Hirohito und den damit besiegelten Ende des Zweiten Weltkrieges zu gedenken, versammeln sich jährlich am 15. August 150.000 Menschen an Tokios Yasukuni-Schrein für die gefallenen Soldaten. Es ist der einzige Ort in Japan, wo die kaiserliche Regierung und Japans Kriegsvergangenheit in Frage gestellt werden. Der Yasukuni ist eine sehr komplexe Angelegenheit und ein sehr komplexer Ort. Es ist ein kaiserlicher Schrein. Die Reichsinsignien sind dort sehr auffällig. Der Kaiser schickt immer noch Gaben, die dem Schrein geopfert werden. Obwohl sich der Kaiser nach dem Zweiten Weltkrieg von seiner göttlichen Abstammung distanzierte, gibt es immer noch Bereiche in Japans Gesellschaft, die glauben, sie müssten für den Sohn des Himmels leben und sterben. Wann immer wir kämpfen, trage ich meine Uniform. Das ist meine Kriegsausrüstung. Wir tragen die Uniform, weil sie Kampfausrüstungen sind. Wenn wir sie tragen, sind wir zu jeder Zeit bereit zu sterben. Wir sind hier, um zu kämpfen. Das Tragen der Uniform bedeutet, bereit zu sein. Wir fallen auf, wenn wir Uniform tragen. Aufzufallen bedeutet, gefangen zu werden, wenn wir etwas Böses tun. Aber wir sind darauf vorbereitet. Und darum tragen wir die Uniform.
Jedes Jahr, zur Zeit des Jahrestages, findet am Yasukuni-Schrein ein Schlagabtausch um die Kaiserdebatte zwischen der Rechten und der Linken statt. Los geht's! Es geht los! Ich glaube, das Kaisersystem ist sehr problematisch für die japanische Gesellschaft. Ein Grund dafür ist, dass die Frage nach der Kriegsverantwortung bis heute noch nicht geklärt wurde. Außerdem erstickt das Kaisersystem die Demokratie in Japan. Viele Japaner sind der Meinung, Kaiser Hirohito hätte abdanken oder sich für den Krieg zumindest entschuldigen sollen. Deshalb findet jedes Jahr eine Demonstration der Linken gegen den Schrein, den Kaiser und das öffentliche Zelebrieren von Japans Kriegsvergangenheit statt. Yasukuni als Ganzes glorifiziert nicht nur die Einzelnen, die in den Krieg gezogen sind, es glorifiziert die imperialistischen Kriege des kaiserlichen Japans über den Zeitraum eines ganzen Jahrhunderts hinweg. Yasukuni ist ein Shinto-Schrein, die nationale Religion Japans, basierend auf dem Ahnenkult. Dadurch, dass die 2,5 Millionen gefallenen Soldaten in Yasukuni als Götter verehrt werden, beten die Menschen die gefallenen Soldaten an, statt ihnen einfach nur zu gedenken. Und der Kaiser wird als oberster Priester der Shinto angesehen. Für die gefürchtete Rechte sind Yasukuni und der Kaiser die zwei heiligsten Aspekte des heutigen Japans. Seit Amaterasu und der Geburt unserer Nation ist der Kaiser ein Heiliger, ein lebender Gott unter uns. Es ist dieses Zelebrieren des kaiserlichen Mythos und der öffentliche überladene Militarismus der Nationalisten am Yasukuni-Jubiläum, der antinationalistische Gefühle schürt. Please imagine. Stellen Sie sich die Soldaten vor und die Nazis. Die Nazi-Partei, wie sie ihre Uniformen tragen und Demoralisierung zum zentralen Punkt ihrer Herrschaft machen. Und wie sie Hitler als großartigen Mann feiern. Das alles passiert in Japan, weil der Kaiser keine Verantwortung für den Krieg übernommen hat. This is happening in Japan. Because Japanese Emperor didn't take responsibility to the war. Die japanische Monarchie ist Gefangener ihrer eigenen Vergangenheit. Ihre Existenz steht auf dem Spiel wegen der Rolle, die Hirohito vermeintlich im Zweiten Weltkrieg gespielt hat. Die meisten Japaner wissen nicht, welche Rolle genau Hirohito bei der Invasion der Länder im Asien-Pazifik-Raum gespielt hat oder bei der Entfachung des Zweiten Weltkriegs, der mehr als 20 Millionen Unschuldige getötet hat. And killing more than 20 million innocent people. Die Frage nach der Rolle des Kaisers oder des Yasukuni kann zu Vergeltungsschlägen der Rechten führen. Sie sollen angeblich enge Verbindung zu Yakuza haben, Japans Mafia. Wovon redet ihr? Manchmal kommen die Rechten und rufen Namen von Journalisten, die sie nicht mögen. Aber das passiert in jedem Land, in dem freie Meinungsäußerung herrscht. Sie haben die Freiheit, sich zu äußern und zu protestieren. Aber wenn dies in Gewalt umschlägt, dann werden sie den Kampf verlieren. Sehen Sie, in England wird darüber diskutiert, ob die königliche Familie weiter regieren sollte oder nicht. Sogar BBC berichtet darüber. Aber hier in Japan diskutieren das öffentliche Rundfunksystem und die großen Zeitungen nicht einmal die Rolle des Kaisers und des Kaisersystems. Die meisten Historiker sind heutzutage von der zentralen Rolle des Kaisers in der japanischen Kriegsbeteiligung überzeugt. Nach Kriegsende wurde Hirohito begnadigt und die amerikanische Besatzung erlaubte ihm, auf dem Thron zu bleiben.
Seit diesem Moment wird die dauerhafte Existenz des Kaisers kritisch betrachtet, auch wenn die Erinnerungen an den Krieg langsam verblassen. Wie konnte der Kaiser mehr als 2500 Jahre in der japanischen Gesellschaft überleben? Die Antworten liegen weit in der Vergangenheit zurück, bei der Geburt einer Mythologie, die den Kaiser mit der Geburt Japans verbindet. Dem Kaiser wurde eine göttliche Abstammung zugesprochen und damit auch sein Platz als oberster Priester des Shinto. Die Geschichte besagt, dass die Götter Izanagi und Izanami Japan erschaffen haben, indem sie ihre Schwerter in den Ozean tauchten. Die Tropfen der Schwerter formten die japanischen Inseln. Izanagi traf auf die Donnergötter und wusch sich danach im Ozean rein. Durch den Kontakt mit dem Wasser entstanden weitere kleinere Götter. Eine Sonnengöttin entstand aus seinem linken Auge, eine Mondgöttin aus seinem rechten. Und ein Meeresgott entstand aus seiner Nase. Diesen neuen Göttern wurde die Macht über das Universum erteilt. Von diesen Göttern wird die Sonnengöttin Amaterasu am meisten im Land der aufgehenden Sonne verehrt. Die Legende besagt, dass sie in einen heftigen Streit mit ihrem Bruder, dem Ozeangott, geriet und sich in eine Höhle zurückgezogen hat, woraufhin die Welt in Dunkelheit versank. Sechs Generationen vor Kaiser Jimmu schien Amaterasu Omikami wie die Sonne gleichermaßen über alles auf der Welt. Als sie sich versteckte, hielten die anderen Götter ein Fest vor der Höhle ab und lockten Amaterasu mit ihren Tänzen aus ihrem Versteck. Shinto ist eine Religion, um Amaterasu aus ihrer Höhle zu locken. Kaiser Jimmu und alle Kaiser nach ihm haben Feste abgehalten, um sie aus ihrer Höhle zu locken. Es wird behauptet, dass der erste Kaiser Japans, Jimmu, hier in der Schlucht von Takachiho geboren wurde, als direkter Nachkomme Amaterasus. In Shinto dürfen nur der Kaiser und seine direkten Nachfolger die wichtigsten Rituale ausüben, die ihren Ursprung in der Geschichte haben, in der Amaterasu das Licht zurück in die Welt bringt. Der Kaiser wurde deshalb als göttlich betrachtet und als oberster Priester des Shinto angesehen, einem animistischen Kult, der weder ein Schriftwerk noch einen einzelnen Gott besitzt, sondern der die Natur und die Vorfahren anbetet und lehrt, dass Götter die Tiere, Steine und Flüsse bewohnen. Nach dem Zweiten Weltkrieg gab es eine starke Opposition gegen Kaiser Jimmu. Er wurde aus den Schulbüchern entfernt. Trotzdem ist der jetzige Kaiser der 125. Und genauso wie wir alle Vorfahren haben, gibt es natürlich auch einen ersten Kaiser. Jimmu hat mit großer Wahrscheinlichkeit tatsächlich existiert. Er war die erste kaiserähnliche Figur, die das Land unter einem Herrscher vereint hat. Die ganze Idee von der kaiserlichen Abstammung ist umgeben von unzähligen Mythen. Das ist ganz klar. Und diese Mythen auszulöschen, wird immer schwieriger, weil die kaiserliche Familie keine Ausgrabungen in den antiken kaiserlichen Grabstätten zulassen will. Es gibt einige Menschen, die sogar behaupten, die Kaiserfamilie könnte ursprünglich aus Korea stammen. Ohne Zugang zu diesen Grabstätten ist es jedoch extrem schwierig, die Vorgeschichte zu verstehen. Die nachfolgenden Kaiser nach Jimmu waren enger mit dem Buddhismus verbunden, der damals langsam Fuß fasste.
Aber ihre Nähe zu den Ritualen des Shinto und ihre angebliche göttliche Abstammung sicherten ihnen ihre spezielle Rolle in der japanischen Gesellschaft. Die Kaiser regierten Japan bis ins 12. Jahrhundert, als die Shogun-Krieger an die Macht kamen. Nachkommen mächtiger Stämme, die das Land als de facto Monarchen für die kommenden 700 Jahre regieren sollten. Der Kaiser wurde regelrecht zum Untertauchen gezwungen. In der Edo-Periode wussten nicht viele Menschen von dem Kaiser. Die Menschen in Kyoto wussten von ihm, aber die Menschen in anderen Gebieten nicht. Niemand bekam ihn zu Gesicht, denn er verließ seinen Palast in Kyoto nicht. Die Menschen wussten von den Shogunen, aber nicht von dem Kaiser. In Kyoto führte der Kaiser sein Amt als oberster Priester des Shinto fort, während militante Diktatoren das Land regierten. Der Kaiser stellt immer noch die Legitimität der Shogun bereit. Der Shogun muss durch den Kaiser anerkannt werden. Das mag zwar in gewisser Weise rein symbolischer Natur sein, da der Kaiser keinerlei Macht hat, aber wirklich gegen den Kaiser vorzugehen und den Kaiser als gesamte Gestalt zu verdrängen, würde sicherlich eine Opposition hervorrufen. Es war eine brutale Periode in der Geschichte Japans. Vom 13. bis zum 16. Jahrhundert war Japan fast dauerhaft im Krieg, weil rivalisierende Clans um die Macht kämpften. Im 19. Jahrhundert wurde Japan von einer verheerenden Hungersnot und Wirtschaftskrise heimgesucht. Das Resultat von Fehlkalkulationen auf Seiten des herrschenden Tokugawa-Shogunats und einem tief verankerten Misstrauen gegenüber anderen Ländern, was Japan vom internationalen Handel isolierte. Im Jahre 1853 erreichte der amerikanische Befehlshaber Matthew Perry Japan und drohte mit Krieg, würden die Shogun nicht diplomatische und wirtschaftliche Beziehungen zu den USA eröffnen. Durch den Kontakt zu anderen Kaisertümern und Ländern, die oft verlangten, den Kaiser zu sehen, lernten die Shogun, wie wichtig Monarchen in fremden Ländern waren. Die Gegner der Shogun stürzten die Tokugawa-Elite und mussten dann entscheiden, wie das Land regiert werden sollte. Sie beschlossen, den Kaiser als Symbol zu benutzen, da sie wussten, dass Japan schon oft von Menschen im Hintergrund regiert worden war. Man musste nicht der nominelle Herrscher sein, um wirkliche Macht ausüben zu können. Die Mächte im Hintergrund erfanden den Kaiser neu, indem sie die Geschichten seiner göttlichen Abstammung wieder zu erzählen begannen. Die Gelehrten begannen, die Geschichte Japans zu studieren, indem sie die Kojiki lasen. Sie begriffen, wie wichtig der Kaiser war. Im Jahre 1867 wurde Prinz Mutoshito, angeblich der 122. direkte Nachfahre von Kaiser Jimmu, zum Meiji-Kaiser gemacht. Der kaiserliche Hof zog von Kyoto nach Tokio und in einem Zeitraum von nur ein paar Jahren wandelte sich Meiji. Er legte seine traditionelle Shinto-Robe ab und nahm die Insignien seiner westlichen Pendants an. Japan will ein Gefühl nationaler Identität haben. Genau die braucht das Land. Japan ähnelt in gewisser Weise Deutschland und Italien. Es durchläuft einen Prozess der nationalen Zusammenfindung. Dann braucht es eine starke nationale Identität. Und die Meiji-Elite glaubte, dass diese in der Figur des Kaisers geschaffen werden könne. Der Gedanke, dass der Kaiser göttlich sei, ein direkter Nachfahre Amaterasus, und nur er die bedeutenden Shinto-Rituale ausführen könne, begann sich wieder zu festigen. Im Jahre 1869, nach nur einem Jahr an der Macht, öffnete Kaiser Meiji den Yasukuni-Schrein.
Es war ein mächtiger, symbolischer Moment in der Geschichte Japans. Der Yasukuni-Schrein ist wichtig, weil er an die nationale Identität anknüpft. Nun wurde der Shinto-Schrein in der kaiserlichen Hauptstadt Tokio wieder geöffnet. Diejenigen, die im Krieg gefallen waren, um die Meiji-Restauration zu erlangen, wurden dort geehrt. Und von diesem Zeitpunkt an wurde dort allen Kriegsopfern gedacht. Japan blühte auf unter Kaiser Meiji. Und gegen Ende des 19. Jahrhunderts beschlossen die Japaner, ihr neues Selbstbewusstsein und ihre militärische Macht zu demonstrieren. Japan erstaunte die Welt, indem es 1865 China besiegte. Aber es sollte noch einen größeren Sieg geben. Japan etablierte sich dann als Großmacht, als es Russland besiegte im Russisch-Japanischen Krieg von 1904 bis 1905. So war Japan mit Beginn des Ersten Weltkrieges eine wichtige Großmacht in der Welt. Es hatte sich diese Position erarbeitet. Und mit jedem Sieg wurde der Hunger nach mehr größer. And the appetite grew in the eating. China musste Taiwan an Japan abtreten. Und es begann ein Zeitalter der asiatischen Expansion im Namen des Kaisers, die für die nächsten 50 Jahre andauern sollte. Durch seine militärischen Erfolge erlangte die Verehrung des Kaisers einen neuen Höhepunkt zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Im Jahr 1912 jedoch erkrankte Kaiser Meiji schwer an Magenkrebs. Und am 30. Juli erfuhr eine geschockte und zutiefst bestürzte Nation von seinem Tod. Durch viel Propaganda und Selbstdarstellung etablierten der Meiji und die mächtigen Männer im Hintergrund den Kaiser wieder einmal als die spirituelle Seele Japans. Der Anfang eines asiatischen Imperiums. Dies führte unaufhaltsam zum Zweiten Weltkrieg und zur vermeintlich kontroversen Mitwirkung seines Enkels Hirohito in den nationalistischen Kriegsbemühungen. Vor seinem Tod hatte Meiji Gesetze über den kaiserlichen Haushalt und das Erstgeborenengesetz eingeführt. Nur der erstgeborene Sohn des Kaisers konnte die Nachfolge des Chrysanthementhrons antreten. Das Gesetz sollte für zukünftige Generationen, die keinen Sohn gebären würden, ein echtes Hindernis darstellen. Da Meiji nur einen Sohn hatte, hatte der kaiserliche Hof keine andere Wahl, als den Cousin Yoshihito zum Taisho-Kaiser zu machen. Seine Herrschaft sollte nur 14 Jahre andauern. Er litt als Kind an Meningitis, was zu geistigen Einschränkungen im Erwachsenenalter führte. Mit dem Meiji-Kaiser hatte man den Eindruck, dass es wenigstens eine Person gab, die eine zentrale Rolle in der japanischen Regierung spielte, die viel Erfahrung hatte und die vielleicht Vorschläge machen konnte oder die man in wichtigen Dingen um Rat fragen konnte. Das gab es in der Taisho-Periode nicht. Da gab es nur einen Mann, der unfähig war, diese Rolle auszufüllen. Im Jahre 1916 waren sein Verhalten und sein Gesundheitszustand so unberechenbar geworden, dass die kaiserlichen Offiziellen sich Gedanken über seine Nachfolger machten. Taisho würde niemals dem Ruf seines Vaters gerecht werden, aber in einer Sache übertraf er ihn. Er brachte 4 gesunde Söhne hervor, von denen der älteste, Hirohito, auf die Herrschaft vorbereitet wurde. Der Taisho-Kaiser war schwach und krank. Nicht nur das, er war auch geistig behindert. Er konnte nicht effektiv regieren. Alle Politiker wussten, dass dies eine Gefahr für das Land darstellte. Sie lösten das Problem, indem sie Prinz Hirohito zum Regent machten. Und deshalb beschleunigten sie seine Ernennung. Der kaiserliche Hof beschloss schließlich, Prinz Hirohito eine Europareise zu erlauben, um diesen zukünftigen gesunden Kaiser ihren westlichen Rivalen zu präsentieren.
Dies veränderte Hirohitos Ansichten dramatisch. Einem jungen, beeinflussbaren Mann, der in einer extrem behüteten Umgebung in Japan groß wird, wird so eine Reise, die ihn durch Westeuropa führt, mit Sicherheit die Augen öffnen. Und er spricht auch später in seinem Leben immer wieder davon, von der Bedeutung, die diese Reise hatte. Und wie er dadurch die Welt sah und seine Rolle im japanischen politischen System. Hirohito wurde ebenso dazu ermutigt, sein eigenes Land zu bereisen. Zehntausende fühlten sich mit dem Prinzen verbunden. Sie alle riefen zusammen Banzai, der Ausruf für Glück. Wir sagen dazu, der Kaiser und die Massen wurden eins. Das ist der Punkt, an dem die nationale Identität begründet liegen könnte. ...1925, nach langer Krankheit, starb Kaiser Taisho schließlich. Und der junge Hirohito stieg nun auch formal auf den Chrysanthementhron. Hirohito gab sich den Namen Showa, was erleuchteter Frieden bedeutet. Eine fürchterliche Ironie, da Japan gerade in die grausamste Kriegsperiode seiner Geschichte aufbrach. Das japanische Militär begann eine aggressive Expansion. Sie machten die Mandschurei vom Protektorat zur vollständigen Kolonie und drangen bis auf das chinesische Festland vor. Einige Historiker glauben, dass der Kaiser machtlos war. Seine durch die Meiji-Verfassung festgelegte Rolle verwehrte ihm die Einmischung in politische oder militärische Angelegenheiten. Bis zum heutigen Tage bleibt dies eines der am häufigsten debattiertesten Themen. Der Showa-Kaiser wusste genau Bescheid in innen- und außenpolitischen Angelegenheiten. Seiner Ansicht nach sollte man mit der Expansion bis in die Mandschurei und darüber hinaus sehr vorsichtig sein. Er war sogar dagegen. Dies wird durch neuere Bezeugungen bestätigt. Der Kaiser konnte Vorsicht gemahnen, aber er konnte keine Befehle erteilen. Einige glauben, dass es Premierminister Tojo war, der Japan in den Krieg stürzte. Ich schwöre an diesen Tag, dass wir vereint unser Ziel erreichen werden. Vereint! In den Reihen des japanischen Militärs gab es aggressive Stimmen, die ein Imperium in Gesamtasien forderten und die nur schwer zu kontrollieren waren. Der Kaiser war verpflichtet, sich an die Verfassung zu halten und den Rat anzunehmen, der ihm erteilt wurde. Das war seine Interpretation. Ob es jemanden gegeben hätte, jemanden mutigeren, jemanden unabhängigeren, der eine andere Entscheidung getroffen hätte, weiß ich nicht. Aber er interpretierte seine Rolle als, wenn Sie so wollen, Ja-Sager. Bis zum Jahr 1941 hatte sich Japan bereits nach Südostasien ausgeweitet. Und das Jahr endete mit dem vernichtenden Schlag gegen Pearl Harbor. Die Frage ist, wusste der Kaiser von dem Anschlag? Oder hatte er zugestimmt? Viele Leute in Japan glauben, der Kaiser sei ebenfalls Opfer des japanischen Militarismus. Ich glaube das nicht. Das kann man sehen, als die japanische Armee Singapur einnahm. Ein Blick auf die Weltkarte zeigt, dass das ein sehr wichtiger Hafen in Südostasien ist. Und auf Aufnahmen kann man erkennen, dass er auf einem weißen Pferd vor dem Kaiserpalast sitzt, vor Millionen von jubelnden Menschen. Nach der Übernahme Singapurs war er voller Freude. Er konnte diese Freude nicht vergessen und wollte mehr Siege. Seine Hartnäckigkeit führte 1945 schließlich zu Japans Kapitulation. Das war
Die Schlacht von Midway stellte sich als Wendepunkt des Krieges heraus. Und Japan musste eine Serie von Niederschlägen in entscheidenden Seeschlachten hinnehmen, die 1945 mit der amerikanischen Invasion des japanischen Festlands letztlich endeten. Zwei Atombomben, die auf Nagasaki und Hiroshima geworfen wurden, beendeten schließlich die japanischen Kriegsanstrengungen. In meinen Augen war der Kaiser für den Krieg verantwortlich. Der Kaiser war erstaunlich hartnäckig, sogar noch nach der Niederlage in Okinawa. Die Armee sagte, dass es unmöglich wäre, aber er wollte nicht aufgeben. Seine Mutter dominierte ihn. Sogar 1945 glaubte sie noch, sie würde siegen. Ihr Sohn, der Showa-Kaiser, fürchtete sich vor ihr und traute sich nicht, ihr zu widersprechen. Nach den Bomben über Hiroshima und Nagasaki war die Situation eindeutig unhaltbar geworden. Sie waren an einem Punkt angekommen, an dem sie nicht wussten, was sie tun sollten. Wie konnten die Admirale, die Generäle, die Berater, wie konnten sie eine Entscheidung treffen, die... Sie konnten keine Entscheidung treffen. Jemand anderes musste die Verantwortung übernehmen. Gebt sie nach oben. Am 15. August 1945 gab Hirohito seinen Staatsbürgern in einer Radioansprache die Kapitulation der japanischen Streitkräfte bekannt. Der Krieg wurde im Namen des Premierministers Hideki Tojo begonnen. Laut den Tokioter Prozessen trug der Kaiser keine Verantwortung. Der Premier sagte, es sei nicht die Verantwortung des Kaisers. Er sagte, ich bin verantwortlich und ich werde mich gerne der Exekution stellen. Es gibt eine berühmte Geschichte über die Ansprache des Kaisers, die Rede am 15. August im Radio. Aber es war keine Live-Übertragung. Sie wurde am Tag davor oder einige Tage früher aufgenommen. Die Rede wurde aus der kaiserlichen Residenz geschmuggelt, in einem Korb mit Frauenunterwäsche, die in die Wäsche gebracht werden sollte. All dies war nötig, denn die Militärs wehrten sich immer noch gegen den Gedanken der Kapitulation. Unter General MacArthur besetzten die Amerikaner Japan und beschlossen, den Kaiser als Institution beizubehalten, hinter dem sich das ganze Volk stellen konnte. Umstrittenerweise machten sie ihn auch immun gegen die Strafverfolgung. Viele Menschen behaupten, der Kaiser sei auch Opfer des japanischen Militarismus. Aber ich glaube das nicht. Er ist der oberste Kriminelle. Oder der mächtigste, bedeutsamste Kriegsverbrecher des Zweiten Weltkriegs. Und auch der 50 Jahre dauernden Invasion der Asien-Pazifik-Region. General MacArthur rief Hirohito zu einem Treffen, um die zukünftige Organisation Japans und seine Rolle zu besprechen. Manche vermuteten, dass er bereits wusste, dass die Amerikaner ihn verschonen würden. Andere glaubten, er fürchtete um sein Leben. Die Amerikaner hatten 1945 sicher sehr gute Chancen, die Monarchie abzuschaffen. Aber sie taten es nicht und sie hatten gute Gründe dafür. Sie wussten, oder zumindest General MacArthur war überzeugt davon, wenn die Reform, die die Amerikaner einführen wollten, bestehen bleiben sollten, dann brauchten sie ein Legitimationsinstrument. Sie brauchten den Kaiser genauso wie die Meiji-Elite den Meiji-Kaiser 1870 gebraucht hatte. Einige Wunden aus dem Zweiten Weltkrieg sind in Japan noch lange nicht verheilt.
Die Entscheidung, Hirohito Immunität zu gewähren, macht ihn auch heute noch zu einer sehr kontroversen Figur. Es ist schwer zu glauben, dass es noch andere Länder auf der Welt gibt, wo 64 Jahre nach dem Ende des Krieges immer noch solche ungelösten Fragen bestehen. Ich glaube, eine der Hauptursachen dafür, dass diese Angelegenheiten ungelöst blieben, ist, dass die Rolle des Kaisers und die Verantwortung für den Krieg nie geklärt wurden. Sie blieben im Ungewissen, und das ganz absichtlich. Wenn man nicht öffentlich anerkennt, dass er das Land in einen verheerenden, unglaublich zerstörerischen, unnötigen Krieg geschickt hat, wie geht man dann vor? Wie verfährt man weiter? Wie fängt man eine solche Konversation überhaupt an? Man fängt sie eben nicht an. You don't start that conversation. Nur 7 Menschen wurden für die japanischen Kriegsanstrengungen hingerichtet, einschließlich des Premierministers Hideki Tojo, der hier einen Klaps auf den Hinterkopf bekommt, in einem Moment von bizarrem Galgenhumor, während des Prozesses. Aber war Tojo wirklich schuldig? Während des Krieges opferten sich Kamikaze-Piloten für den Kaiser und die Soldaten kämpften und starben im Namen des Kaisers. Es war unsere bürgerliche Pflicht, für unseren Kaiser und für unser Land zu kämpfen. In der Kojiki steht geschrieben, dass der Kaiser vom Himmel auf die Erde gesandt wurde. So bestimmten es die Götter. Das ist es, was ich befolge. Und ich werde mich jedem entgegenstellen, der dem nicht folgt. In der vermutlich bedeutsamsten Entwicklung in der 2500-jährigen Geschichte des Kaisers überzeugten der Amerikaner Hirohito, seine göttliche Abstammung zu widerrufen und die Demokratie anzunehmen. Am 1. Januar 1946 wurde der geschockten Bevölkerung erklärt, dass ihr Kaiser nur ein Mensch und kein Gott war. Wir sind in diesen Tagen unserem Ziel, eine Nation auf demokratischer Basis zu errichten, einen Schritt näher gekommen. Wir müssen unbedingt bestrebt sein, die Demokratie in ihrem Geist und ihrer Ausübung zu verstehen. Das einstige Fundament des Mythos des Kaisers als Sohn des Himmels war urplötzlich ausgelöscht. Das Kaisersystem in Japan ist einzigartig, denn ich glaube, in der gesamten Geschichte der Menschheit war es lediglich Hirohito, der sagte, ich bin ein menschliches Wesen. Ich denke, die Amerikaner hatten korrekterweise angenommen, dass dies das war, was Japan brauchte. Etwas, das die Ehrfurcht, mit dem das Land dem Kaiser begegnete, reduzierte. Sie brauchten etwas, das den Nationalismus untergraben würde, der zum Krieg geführt hatte. Japan musste aus dem Nichts wieder aufgebaut werden. Also begannen die amerikanischen Besatzer 1946, eine Verfassung zu kreieren, die rund um den Kaiser und um eine nationale Gesetzgebung aufgebaut war. Und mit Artikel 9 gab es eine Deklaration gegen das Recht auf Kriegsausübung. Japan besitzt eine Verfassung, die Krieg ablehnt. Es ist eines der wenigen Länder der Welt, das auf Krieg verzichtet, das eine Verfassung wie diese hat. Und es hat diesen Gedanken beibehalten, dieses Prinzip, seit 64 Jahren nicht in Kriege involviert zu sein, seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Und der Grund dafür ist, denke ich, dass Japan begriffen hat, dass nicht nur der Krieg falsch war, sondern dass sie auch eine moralische Verantwortung dafür haben, dass sie einen Krieg geführt haben, der so viel Schaden und Verwüstung in Asien und auf der ganzen Welt angerichtet hat. Die Verfassung versprach Demokratie und der Kaiser sollte als lebendes Symbol der nationalen Identität beibehalten werden, jedoch ohne große Macht. Wichtig ist jedoch, dass der Kaiser der oberste Priester des Shinto blieb. Als junger Mann nannte Hirohito sich selbst einen Vogel im goldenen Käfig, aufgrund des strengen Einflusses des kaiserlichen Hofamtes, das die kaiserliche Familie kontrollierte.
Zum ersten Mal fühlte der Kaiser bei seinen öffentlichen Auftritten eine Art Freiheit. Auch wenn diese bis ins Detail geplant war. Hirohito blieb für die nächsten 43 Jahre Kaiser und wurde zum Symbol der Kontinuität und der nationalen Identität, während seine Staatsangehörigen das Land wieder aufbauten. Aber die Kriegsfrage und sein Mitwirken darin wurden nie geklärt. Es gibt keinen Prozess der Wahrheitsfindung und der Wiedergutmachung in der frühen Nachkriegszeit. Und es wird weiter aufgeschoben und langsam, aber sicher fangen wir an, Geschichten zu hören über das Massaker von Nanking. Wir hören Geschichten von der chemischen Kriegsführung in China und wir hören Geschichten über die Trostfrauen. Japans Kriegsverbrechen und die fehlende Gerechtigkeit für die Opfer bleiben ebenso widersprüchlich wie Hirohitos angebliche Verstrickung in den Krieg. Ich denke, das Beste für die kaiserliche Institution wäre gewesen, wenn er zu dem Zeitpunkt abgedankt hätte. Ich glaube, das wäre höchstwahrscheinlich ein geeigneter Moment zur Sanierung für Japan gewesen. Man sieht, dass das für ihn vermutlich bedeutet hätte, die gesamte kaiserliche Institution zu verstoßen. Jeder Verzicht auf den Thron hätte ein Schuldeingeständnis bedeutet. Es wäre nicht nur persönliche Schuld gewesen, sondern die Schuld der gesamten Institution. Ich denke, das ist der Grund, warum sie nicht in den sauren Apfel gebissen haben, obwohl es sicher besser gewesen wäre. Da Hirohito mit der Kriegsvergangenheit behaftet war, musste Japan über ihn hinaus auf den zukünftigen Kaiser blicken, Kronprinz Akihito. Er wuchs während des Krieges auf und genau wie sein Vater fürchtete er um sein Leben während der amerikanischen Invasion. Er blieb daraufhin Zeit seines Lebens Pazifist. In Japans Nachkriegszeit wurde die kaiserliche Familie nur selten oder bei Staatsbesuchen gesehen. Sie schienen ihre Zeit alleine in Tokios Kaiserpalast zu genießen, der mit seinen enormen Gärten eine Oase der Ruhe inmitten der 15-Millionen-Stadt ist. Gegen Ende seiner Regierungszeit hatte ein Ereignis lang anhaltende Wirkung auf Hirohito. Im Jahr 1978 soll Yasukuni eigenständig die Kriegsverbrecher, die während der Tokyota-Prozesse hingerichtet wurden, als Götter in den Schrein geschlossen haben. Der Kaiser hatte gemischte Gefühle gegenüber den Menschen, die diese Verehrung befürworteten. Er hatte Beziehungen zu den USA, sodass die Verehrung von Menschen, die von den USA schuldig gesprochen waren, einen großen inneren Konflikt in dem Kaiser auslöste. Als Japans Nachbarstaaten und die USA dies herausfanden, herrschte große Empörung und Hirohito, der jährliche Pilgerfahrten gemacht hatte, seit er ein kleiner Junge war, beschloss Yasukuni nicht länger zu besuchen. Im Jahr 1989, nach 67 Jahren auf dem Thron, starb Hirohito und ließ die Geschehnisse des Zweiten Weltkrieges und seine vermeintliche Verantwortung darin ungeklärt. Sein Sohn Akihito bestieg den Thron 1989 als Heisei-Kaiser und verbringt seitdem sein Leben damit, Frieden zu predigen. Ich spreche diesen Schwur, um als Symbol Japan und des japanischen Volkes zu dienen. Es scheint, als sähe Akihito seine Rolle darin, Wiedergutmachung zu leisten für die Verbrechen, die sein Vater begangen hat. Er hat sich außerordentlich bemüht, mit Reisen nach Übersee das öffentliche Gesicht Japans zu sein und sich reuevoll zu entschuldigen. Nicht unbedingt vollständig, aber er macht Aussagen, die anerkennen, welchen Schmerz und welches Leid Japan während des Zweiten Weltkrieges verursacht hat. The pain and suffering that were caused by Japan during World War II.
Zu Hause sind immer noch alle Bewegungen und jedes Verhalten des Kaisers zu weiten Teilen vom kaiserlichen Hofamt kontrolliert. Das Regierungsamt, welches dazu eingeführt wurde, nach der kaiserlichen Familie zu sehen und welches oftmals die Freiheit des Kaisers Akihito einschränkt, genauso wie es seinen Vater Hirohito vor ihm eingeschränkt hatte. Nicht der kaiserliche Hofstaat schränkt sie ein, sondern das Land. Manche sehen in dem Kaiser einen Vogel im goldenen Käfig. Manche sehen in ihm einen Gefangenen. Aber gefangen ist er von seinem eigenen Land, dem Kabinett, den Medien und der Öffentlichkeit. Dennoch erscheint der kaiserliche Hofstaat als geheimnisvolle, undemokratische Bürokratie, die bereit ist, alles zu tun, um die männliche Nachfolge der kaiserlichen Linie zu sichern. Als Akihiros Schwiegertochter keinen Sohn gebären konnte, um die Dynastie aufrechtzuerhalten, wurde der Druck des kaiserlichen Hofstaates unerträglich. Die Zukunft der Monarchie hing in der Schwebe. Naruhito wurde in Oxford ausgebildet und seine Frau Masako war Harvard-Absolventin. Beide hatten wenig Zeit für die Traditionen des Kaiserhofs. Sie haben eine kleine Tochter, aber sie zur Kaiserin zu machen, würde die männliche Nachfolge unterbrechen, die seit 2500 Jahren bestehen soll. Es wäre gegen die Verfassung. Masako, die zuvor eine erfolgreiche Diplomatin war, fiel in eine lange und schwere Depression. Im Jahr 2004 verkündete ihr Ehemann seine Ansicht, dass Menschen außerhalb des Ehepaares verantwortlich für die Depression seiner Frau seien. Das Bedürfnis, ihre offiziellen Pflichten mit der Kindeserziehung zu vereinbaren, zusammen mit dem dauerhaften Druck der Medien, führten zu einer Kumulation von Erschöpfung. Das Problem, einen geeigneten Nachfolger zu finden, verursacht hohen Druck. Wir nehmen das Problem der Erbfolge ernst und hoffen, dies nun in Ruhe adressieren zu können. Es ist die Pflicht des kaiserlichen Hofstaats, einen Erben der kaiserlichen Linie zu finden, sonst wird sie aussterben. Ob der Kronprinz den kaiserlichen Hofstaat beschuldigt hat, zu viel Druck auszuüben oder nicht, das ist schwer zu sagen. Als deutlich wurde, dass Masako in ihrer zerbrechlichen Verfassung möglicherweise niemals einen Sohn hervorbringen würde, fingen die Politiker an zu diskutieren, ob ihre Tochter den Thron besteigen könne. Oder viel einschneidender, ob man das Kaisersystem auslaufen lassen sollte. Dies war die einzige Chance. Die Regierung musste es versuchen. Also versuchten sie es. Aber als sie es versuchten, war der Protest des Volkes größer als erwartet. Und auf einmal war das Volk in zwei Lager aufgeteilt. Das beunruhigte den Kaiser natürlich sehr. Als Prinzessin Kiko einen Sohn bekam, verstummten auf einmal alle Zweifel. Dank Naruhitos Bruder war die Nachkommenfrage gelöst. Aber das Erstgeborenenrecht, das Kaiser Meiji aufstellte, wird gebrochen werden, wenn Prinz Hisahito Kaiser wird. Ich denke, es ist sehr bedauernswert, dass die japanische Verfassung, das japanische Recht der kaiserlichen Erbfolge nicht dahingehend geändert wurde, dass es einer Prinzessin ermöglicht, die Rolle der Kaiserin auszuüben. Wie sieht die Zukunft des Chrysanthementhrons also aus? Wird er in der Bedeutungslosigkeit verschwinden? Oder wird er weiterhin das Symbol der Nation sein? Diese Frage entzweit die moderne japanische Gesellschaft.
Wir müssen Japan zur Republik machen. So schnell wie möglich. Nicht erst in 100 Jahren. Wir müssen, weil das Kaisersystem so gefährlich ist. Die Rolle des gegenwärtigen Kaisers und der kaiserlichen Familie wird immer bedeutender. Immer mehr Menschen glauben, sie seien von großer Bedeutung. Die Meinung der Menschen über Politik und Wirtschaft mögen auseinandergehen, aber irgendetwas muss sie zusammenhalten. Die Menschen wenden sich dem Kaiser zu, als Symbol, welches das Land vereint. Heutzutage wirkt die kaiserliche Institution in gewisser Weise nicht sehr zeitgemäß. Man kann sich nicht vorstellen, dass es für das alltägliche Leben der Japaner von großer Bedeutung ist. Und trotzdem ist es immer noch da, als Symbol für Kontinuität. Das Kaisersystem sichert sich das eigene Überleben, indem es sich ständig weiterentwickelt. Aber das sichert auch das Überleben derjenigen, die das Kaisersystem nutzen. Diese Menschen wollen es zu etwas Zeitgemäßen machen. Es ist das Amt des Kaisers als oberster Priester des Shinto, das ihm eine solch einzigartige Stellung in der Gesellschaft verleiht. Ähnlich der des Papstes in katholischen Ländern. Dies könnte sich als Rettung der Institution herausstellen, denn solange Shinto die nationale Religion bleibt, hat der Kaiser eine Funktion zu erfüllen. Der staatliche Shintoismus ist keine Religion. Er ist ein Kult. Ich behaupte, Shintoismus, Yasukuni, das sind Kulte. Der Kaiser ist also Oberhaupt eines Kults. Ich denke, das ist etwas, was jede Monarchie heutzutage betrifft. Wie passt das Kaisertum in das moderne Leben, in moderne Konzepte? Die Rolle des Kaisers in Frage zu stellen, bedeutet alles in Frage zu stellen, was japanisch ist, was es bedeutet, Japaner zu sein. Man kann den Kaiser nicht aus dieser Gleichung herausnehmen. In welche Richtung wird sich das Land bewegen? Der Kaiser ist ein wesentlicher Bestandteil dieser Frage. Der Kaiser der ältesten Monarchie der Welt ist mehr als alles andere zu einem Symbol geworden. Zu einem Symbol der Nation, aber auch zu einem Symbol der Vergangenheit. Einer Vergangenheit, die gleichzeitig ein Teil der Seele Japans ist. In jüngster Zeit haben Nationalisten den Kaiser dazu benutzt, um Japan an seine Geschichte vor der Kapitulation zu erinnern. Aber seit 1945 hat sich viel verändert. Sodass Japan niemals zurück kann. Die Rolle des Kaisers als das spirituelle Herzstück Japans erscheint, zumindest für den Moment, gesichert.